Wir haben heute einen iOS-Tipp für euch, der ist zwar nicht neu, aber sicherlich nicht bei jedermann bekannt. Es geht um diese kleinen Schieberegler, Lautstärkeregler, die ihr in verschiedensten Apps findet. Ich habe hier Spotify offen, das gibt es natürlich auch in der Musik-App von iOS und in diversen anderen Apps. Und Punkt ist, ich will hier ganz exakt was einstellen und nicht bloß mit dem Finger drauf und irgendwie gar nicht genau wissen, wo ich hingehe. Ihr könnt, sobald ihr mit dem Finger hier drauf seid, einfach hochziehen und umso weiter ihr von dem Regler wegkommt, umso langsamer und exakter könnt ihr die Einstellung hier machen. Ich fahre mal wieder runter, dann wird es wieder schneller. Seht ihr, wie er sich bewegt? Und umso weiter ich wegfahre, umso genauer lässt sich die Einstellung vornehmen. Das geht natürlich auch bei der Lautstärke. Ich mache hier mal Musik, habe hier einen Lautstärkeregler, kann den so verändern, kann aber auch hier hochfahren und kann dann hier ganz exakt eben einstellen und sehe auch, wie sich der Balken da unten bewegt. Sieht vielleicht jetzt aufs Erste nicht ganz praktisch aus, aber glaubt mir, das ist super hilfreich, wenn ihr mal nicht genau wisst, wenn ihr einen kurzen Regler habt und wollt einfach ein bisschen exakter eure Lautstärke oder dergleichen einstellen. Probiert's mal aus, ist sehr, sehr praktisch. Das war's schon, vielen Dank, auf Wiedersehen.